Jahre Dampfeisenbahn in Österreich. Sie wissen, die erste Dampfeisenbahn im Jahr 1837 fuhr von Floridsdorf nach Wagram. Diesem Ereignis wollen wir heute mit einem kleinen Festakt gedenken und ich begrüße ganz, ganz herzlich alle, die mit dem Sonderzug jetzt hierher gekommen sind zu unserem Festakt. Ein herzlicher Applaus denen, die da soeben mit dem Dampfsonderzug eingetroffen sind. Es freut mich, dass zu diesem Festakt sehr, sehr viele Ehren- und Festgäste gekommen sind. An der Spitze Landeshauptfrau Stellvertreterin Magistra Karin Renner. Herzlich begrüßen darf ich auch Landtagsabgeordnete Amrita Enzinger. Und Herrn Bundesrat Werner Herbert. 180 Jahre Eisenbahn. Und jetzt frage ich unseren Kulturstadtrat, was sie heute alles abspielt. Ja, 1837, vor genau 100, also vor circa 180 Jahren, war die erste Zugeisenbahn, Dampfeisenbahn von Floridsdorf nach Deutsch Wagram. Und heute, 180 Jahre später, kommt wieder ein Sonderzug von Floridsdorf nach Deutsch Wagram. Es ist schon ein bisschen eine ältere Dame, aber es wird sie ausgehen. Sie wird exakt um 13.35 Uhr eintreffen, fährt dann um circa 16 Uhr weiter nach Großschwembad und fährt dann wieder retour nach Wien. Es ist dies eine der Aktivitäten, die wir im Rahmen Spargelfest und 180 Jahre Eisenbahn heuer veranstalten. Es hat gestern bereits mit einer tollen Vernissage begonnen, beim Raumerstatter Brixrag mit 30 regionalen Künstlern, die tolle kreative Werke gemacht haben. Es kommt heute eben dieser Dampfsonderzug. Große Spargelfesteröffnung ist um 15 Uhr auf der Festbühne. Riesenrahmenprogramm auf der Bockfließer Straße, am Marktplatz, in ganz Deutsch Wagram ist einfach wirklich total viel los und wir freuen uns alle schon. Das Wetter ist vielleicht ein bisschen optimierbar, aber es ist, wie es ist. Wir stehen da im alten Bahnhof, der jetzt eine bestimmte Funktion hat. Genau, es ist der alte Arbeiterwartesaal und hier sitzt seit längerem schon das Eisenbahnmuseum. Also seit vielen, vielen Jahren ist hier das Eisenbahnmuseum erinnern und man sieht hier sehr, sehr viele Exponate. Es ist, ich sage immer, klein, aber fein, unser Eisenbahnmuseum. Im Vergleich zu Strasshof, Strasshof ist ein sehr großes mit vielen Dampfeisenbahnen, da kann man wirklich viel erleben. Hier sind die kleinen Exponate, die kleinen Landkarten, die Modelle und das macht es aber auch sehr interessant. Es sind natürlich auch sehr viele Mitglieder des Deutsch-Wagramer Gemeinderates unter uns, an der Spitze Frau Vizebürgermeisterin Andrea Schlederer. Herr Bürgermeister, Frau Abgeordnete, Herr Bundesrat, werte Vertreter der Sozialpartnerschaft, die, wie ich hoffe, nicht tot ist, wie ja vor ein paar Tagen jemand gesagt hat, hat sich bewährt in der Zweiten Republik. Geschätzte Damen und Herren, anwesende Ehrengäste, Freunde der Eisenbahn.
zwei Gedanken, und Grußwort bleibt bei mir auch Grußwort, das verspreche ich wie immer, aber zwei Gedanken seien mir gestattet. Zum Ersten, wie schnell die Zeit vergeht. Ich kann mich erinnern, anlässlich des 150. Geburtstages war ich privat mit meinem Mann da, und da war ich eine sehr junge Schreibkraft am Verwaltungsgerichtshof und habe mich immer so ein bisschen versteckt, weil der ganze Senatsabordnung vom Verwaltungsgerichtshof an Richtern da war, und die waren auch Eisenbahnfans, und die 30 Jahre sind eigentlich weg wie nichts. Und der zweite Gedanke, und dann lasse ich es schon bleiben mit meinem Grußwort, ist folgender. Wenn man sich hier umblickt und in die Runde schaut, dann sieht man die ehrenamtlichen Leute vom Musikverein, der wie immer hervorragend spielt in Deutsch-Wagram. Man sieht den ehemaligen Chef der Naturfreunde. Man sieht die wunderhübschen Damen, wirklich eine schöner wie die andere vom Komitee. Man sieht weiters die Vertreter des Roten Kreuzes. Hinter mir sind die Vertreter der Museumsgesellschaft, und all dies wäre undenkbar ohne das Ehrenamt. Und auch diese Veranstaltung lebt zu einem großen Teil davon, dass sich Menschen ehrenamtlich engagieren. Dafür ein herzliches Dankeschön, alles Gute zum 180. Geburtstag und einen schönen Nachmittag noch in Deutsch-Wagram. Wirklich ein Fest zum Feiern, 180 Jahre Eisenbahn, und so wie der Rede schon erwähnt hat, hat der Gemeinde sehr viel gebraucht. Ne? Ja, natürlich, Deutsch-Wagram ist sozusagen im Zuge des Bahnbaus dann gewachsen. Wir waren ja ein kleines Angerdorf, und durch den Bahnbau hat dann das Wachstum eingesetzt, das sich dann über die Jahrzehnte und eigentlich mittlerweile seit diesen 180 Jahren fortgesetzt hat. Heute sind wir eine Stadt mit mehr als 8.500 Einwohnern und haben einen, denke ich, durchaus respektablen Platz im Bezirk. Es ist ja nicht nur die Bahn, was heute gefeiert wird, das ist das Spargelfest, das hat ja auch schon Tradition in Deutsch-Wagram. Das hat auch schon mittlerweile lange Tradition, und das Machfeld ist ja bekannt als Kornkammer, es ist genauso bekannt als Gemüsegarten mittlerweile. Das ist ja dann noch wichtigere Part, würde ich sagen, und der Spargel als das königliche Gemüse wird da besonders gefeiert. Wir haben etliche Felder bei uns und natürlich Spargelfelder bei uns. Und natürlich ist es stark unterstützt, und wir sind Spargelhauptstadt geworden durch den Machfelderhof, der das sehr unterstützt, wo die Spargelkönigin gekrönt wird und viele andere Events stattfinden, wo der Spargel im Zentrum steht. Und wir als Stadtgemeinde veranstalten seit vielen Jahren dieses Spargelfest, das sich immer größerer Beliebtheit erfreut, allerdings auch wetterabhängig ist, weil es ein Freiluftfest, ein Straßenfest ist, wo die Gastronomie mit eingebunden ist, aber natürlich sich der Großteil im Freien abspielt und daher das Wetter eine wichtige Rolle spielt. Im Moment, es regnet nicht, sollte auch so bleiben, allerdings der Wind, der im Machfeld oft geht, ist heute besonders kräftig, wir werden dem aber trotzen. Nachdem es zwei Tage dauert und morgen das Wetter ja wieder schöner sein sollte, glaube ich, ist ja nicht viel verloren. Ne? Wir machen auf alle Fälle das Beste daraus, und ich bin überzeugt, wir werden ein tolles Fest haben. Dankeschön.